Willkommen zum Finale, zum Ende des WrestleMania 30 Specials. Ich glaube, man hat hier gerade einmal kurz gehört, wie mein Headset ausgegangen, mein Kopfhörer ausgegangen ist. Das ist aber auch nicht schlimm. Ja, heute gibt's das Ende des Specials zu WrestleMania 30. Gleich vorweg, ich weiß nicht, ob im Hintergrund ein Gameplay läuft oder halt keins. Wenn keins läuft, dann werdet ihr nur das Thumbnail zu dem Video sehen, mehr nicht. Aber ich hoffe, dass ich noch irgendwas aufnehme, was ungefähr so lange geht, wie ich jetzt hier spreche. Ich habe mir diesmal gedacht, ich nehme erst das Commentary auf und dann das Gameplay, weil gerade jetzt hier beim Endreview muss es ja auch ein bisschen passen von der Länge, ne? Weil wir werden heute auf vieles eingehen. Wir werden auf WrestleMania eingehen, auf Raw danach und auf ein paar andere Sachen, die in der Zwischenzeit passiert sind. Das war eine sehr turbulente Woche, wenn man das mal so nimmt. Und das Ganze feierte heute seinen Höhepunkt am 11.04. Ich habe jetzt hier Viertel nach 4, also 16.15 Uhr. Deswegen dann könnt ihr so ein bisschen, ne, wisst ihr ungefähr, wann ich das hier gemacht habe. Am 11.04.2014 am 11.04.2014 um 16.15 Uhr ungefähr. Ich glaube, 16.17 Uhr. Nee, scheiß drauf. So, wir fangen an. WrestleMania 30. Ich muss ehrlich jetzt mal so im Gesamten sagen, mich hat WrestleMania sehr positiv überrascht. Danke erstmal an diejenigen, die mir trotzdem zwei Tage später trotzdem ein Resultat irgendwie darunter geklatscht haben in die Kommentare. Gar nicht schlimm. Einer hat mir sogar einen Link geschickt zu einem YouTube-Video, wo ich mir WrestleMania komplett angucken wollte. Auch lieb gemeint, aber ich habe es mir doch live angeguckt, weil ich sag mal so, durch einen lustigen Zufall am nächsten Tag frei hatte. Mehr dazu sage ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich dann doch die Möglichkeit, es mir anzugucken. Ich habe es mir angeguckt und habe es nicht bereut. Ich habe mir wirklich alles angeguckt. Raw danach auch komplett. Nicht live, aber im Nachhinein. WrestleMania allerdings live. Und wir fangen jetzt einfach mal sofort an. Womit fing die Show an? Mit der Pre-Show. Erstmal, ihr wisst, ich fand es blöd, dass das Tag-Team-Match in der Pre-Show stattfand. Aber dafür hat es in der Pre-Show gut Zeit bekommen. 16 Minuten 12 sogar. Also sehr gut. Auf das Pre-Show-Panel hier, das besteht aus Josh Matthews, Booker T, Shawn Michaels und diverse Legenden. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ich bin nicht so ein Fan dieses komischen Panels, was er da jedes Mal auffahren. Nein, erstmal, das Tag-Team-Match wurde in ein Elimination-Match umgeändert, was ich irgendwie gar nicht mitbekommen habe, aber fand ich so gut, so haben sie das Match auch schön, ja, ein bisschen in die Länge gezogen, aber gut. Ja, wer hat gewonnen? Die Usos, habe ich im Vorhinein gesagt, wird mir am besten gefallen. Das hat es auch. Als erstes haben die Real Americans die Los Matadores eliminiert. Dann haben die Real Americans Ry Baxel, den Namen finde ich übrigens beschissen wie sonst was, ebenfalls eliminiert. Und dann haben sie halt das Match gewonnen. Also die Usos haben dann die Real Americans eliminiert. Was einen Split verursacht hat, fand ich auch gut, dass man sich dafür entschieden hat. Weil ich bin kein Fan von dieser rassistischen Gimmick, ist nicht so meins. Aber dass Cesaro jetzt sich das darf ich auch noch nicht sagen, kam ja erst bei Raw. Dass Cesaro auf jeden Fall sich von Swagger getrennt hat und nun als Face, oder auch wahrscheinlich als Face weiter versucht zu etablieren, finde ich gut. Hat auf jeden Fall mehr Potenzial, als wenn er sich mit Swagger weiter in der Card festhängt, in der Tag-Team-Szene oder in der Mid-Card, Upper-Card ist es nicht mal. Also, weil ich finde, für Swagger ist der Zug abgefahren. Also, naja, egal. Auf jeden Fall, die Usos haben gewonnen, fand ich super. Den Split danach, richtig schön. Im späteren Verlauf von WrestleMania macht es auch noch mehr Sinn, dieser Split, aber dazu komme ich dann gleich. Ja, das war die Pre-Show, die fand ich, wie gesagt, sehr gelungen, hat mich auch gut unterhalten. So, dieses Panel fand ich zwischendurch sogar recht lustig, weil sie auch sehr viele interessante Leute da hatten. Ja, dann ging WrestleMania los. Und wie zu erwarten, das Match Daniel Bryan und Triple H im Opener. Und ich muss ehrlich sagen, die beiden harmonieren im Ring. Da kann man ja nur die Hand küssen. Das ist top. Also das war ein richtig schönes Match. Ging auch richtig im Vergleich zu den TV-Shows und den sonstigen Pay-Per-View-Matches bei den B-Pay-Per-Views. Ging das Match richtig lange, also 25 Minuten 56 ist für mich top, sehr top. Und Daniel Bryan durfte
Triple H mit dem Running Knee clean besiegen. Es gab keine Interference, es gab keinen unsauberen Sieg. Ein richtig schöner, klassischer Pinfall. Ja, dann kam der Beatdown von Triple H. Das war irgendwie vorherzusehen, dass wenn Brian schon gewinnen darf, dass dann irgendwie sowas in der Richtung Beatdown kommt oder dass sich irgendein anderer noch eingemischt hätte hinterher. Aber das war schon so in Ordnung. Auch wenn mir in dem Moment schon irgendwie klar war, Brian wird den Abend auf jeden Fall als Champion verlassen, weil so Underdog-mäßig, wie er an dem Abend dargestellt wurde, dafür kennt man die WWE einfach schon mittlerweile zu gut. Aber mir hat es trotzdem gefallen. Weil es halt wieder, es war WrestleMania 30, wer 10 Jahre zurückdenkt, WrestleMania 20, hat Chris Benoit dieselbe Chose abgezogen, auch wenn er nur ein Match an dem Abend hatte. Geht man jetzt 20 Jahre zurück, WrestleMania 10, Bret Hart, auch im Opener und im Main Event gewesen, hat auch gewonnen. Also, da lässt sich ein Schema erkennen. Alle 10 Jahre darf sowas mal passieren. Top. Also gut, also Daniel Bryan, Triple H, sehr schönes Match, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, danach feiert halt, ja, ich lese hier gerade den Bericht so nebenher, dass ich nochmal alles so schön aufgelistet habe. Ja, Brian wird abgefertigt, war auch irgendwie vorhersehbar. So nach dem Motto, die Authority gibt nochmal, haut nochmal oben drauf, so nach dem Motto, du hast zwar das Match gewonnen, aber du wirst den Main Event auf keinen Fall gewinnen. Ja, da kennt man die WWE leider Gottes auch zu gut. Da wusste man schon irgendwie, auch wenn, wie gesagt, geglaubt habe ich es die ganze Zeit nicht, aber man hat schon so den Gedanken gehabt. Weil ich halt immer noch diese Ego-Show im Kopf hatte. Von wegen Triple H holt sich das Ding. Weil, ne, dafür ist Triple H ja auch bekannt, der gerne mal sein großes Ego durchsetzt. Aber an dem Abend hat er alles richtig gemacht. Hat den Job für Brian gemacht. Top. Danach das Six-Man-Tag-Team-Match. Ja, ihr wisst, oder ihr habt gehört, wenn ihr die anderen Videos geguckt habt, Kane und die New Age Outlaws waren nicht mein Fall. Kane schon gar nicht, weil es Kane ist, sondern weil ich die New Age Outlaws einfach nicht mag. Ehrlich. Also ich kann sie beim besten Willen nicht abhaben. Ich will sie einfach auch nicht mehr sehen. Aber das hat die WWE sehr gut gelöst, indem The Shield einfach einen Squash zeigen durfte. 2 Minuten 55 ging das Match. Mehr brauchte es auch nicht. Sie haben einfach gezeigt, zack, weg mit den Alten, her mit den Neuen. Top. Also ich finde das kein Kritikpunkt, dass es nur 2 Minuten 55 ging. Weil es halt so, der ganze Abend hat mich dieses Gefühl begleitet, dass das Ganze so ein Abschluss war. Die ganzen Älteren haben nicht, durften nicht gewinnen. Und das wurde halt super dargestellt. Erst der Sieg von Brian gegen Triple H. Jetzt Field. Ich bin noch nicht am Lispeln, meine Güte. Jetzt der Sieg von The Shield gegen Kane und die New Age Outlaws. Hat wunderbar gepasst. Match würde ich da nicht mal zu sagen. 2 Minuten 55 ist für mich kein Match. Aber es war halt unterhaltsam anzusehen, sagen wir es so. Danach kam die Andre the Giant Memorial Battle Royal. Das war der erste Tipp, der für mich in die Hose ging. Ich habe ja gesagt, es gewinnt ein Big Man. Jetzt kann man entscheiden, was ist Antonio Cesaro. Für mich ist er kein Big Man. Für mich ist er eigentlich ein Allround-Talent. Was man hinterher auch gesehen hat, er hat einfach eine Kraft wie sonst was. Ich sag mal, Big Show ist nicht der leichteste. Und ihn dann so im Body-Slam-Ansatz zu haben, ist schon gut. Da hat er dann auch rausgeworfen. Fand ich gut. Antonio Cesaro, der Landvogt aus der Schweiz. Ja, durfte die Andre the Giant Memorial Battle Royal gewinnen. Hat also auch erwartet, wo einen kleinen Singles-Push. Was sag ich denn hier? Einen kleinen Singles-Push. Mit Blick auf Raw unter den Fittichen von einem sehr talentierten oder sehr begnadeten Manager. Dazu dann aber erst in der Raw-Abteilung, die auch noch in diesem Video erfolgen wird. Bleibt also dran! Was kam danach? Danach ging es schon weiter mit John Cena gegen Bray Wyatt. Der Entrance-Song von den Wyatts wurde live gespielt, fand ich auch geil. Generell der Entrance von der Wyatt-Family, der gibt einem einfach, also das Gefühl, das war einfach geil, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte die Wyatts nie wirklich so auf dem Zettel, aber was da an Mimik, an Gestik, das ist einfach Schauspielerei vom Feinsten. Und dann auch Bray Wyatt während des Matches, die haben einfach eine In-Ring-Story geführt, aber auf jeden Fall war das richtig gut. Gut, Cena hat hinterher gewonnen, ich schätze mal, weil es die Jubiläums-WrestleMania war, das habe ich mir ja auch so gedacht. Ich habe zwar hinterher gehofft, mit Brian dem Sieg im Opener hätte es jetzt noch gepasst, Bray Wyatt besiegt John Cena. Auch diesen Twist, den sie da zwischendurch hatten, wo Cena mit sich selbst gehadert hat,
Fand ich auch gut, den Ansatz, aber sie hätten es durchziehen sollen. Cena hätte sich wirklich meinetwegen disqualifizieren lassen sollen. Dann wäre einfach, das hätte sowas eingeleitet, das hätte was einleiten können. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ein Heel-Turn von Cena, aber den werden wir, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr erleben. Hohoho, zweimal das Wort Leben, ha, Parallelismus, ja, egal. Ich hab die Tage in der Deutschklausur geschrieben, deswegen Parallelismus, ja, wer sich damit auskennt, freut euch, ist ein Scheiß-Thema. Hat was mit Gedichten zu tun. Okay, danach, also, John Cena durfte Bray Wyatt besiegen. Bray Wyatt mit einer Top-In-Ring-Story. Ich glaube auch nicht, dass ihm dieser Sieg großartig schaden wird. Nicht nur, weil ich mir Raw danach angeguckt habe. Sie haben ihn nicht fallen gelassen. Sie führen das Ganze weiter und das finde ich auch gut. Bray Wyatt wird mit Sicherheit auch nochmal John Cena on Pay-Per-View besiegen dürfen, wenn sie alles richtig machen. Aber das wird man dann sehen. Ja, und dann kam die Hall of Fame, die eingeführt wurde oder die präsentiert wurde. Fand ich sehr interessant, fand ich sehr gut, weil ich die Hall of Fame Class von diesem Jahr sehr gut besetzt fand. Einfach wirklich Leute, wo du denkst, die gehören da auch rein. Selbst Mr. T gehört meiner Meinung nach rein, weil er einfach die erste WrestleMania auch mitgeprägt hat. Ja, der Ultimate Warrior als Headliner. Ich nehme jetzt schon was vorweg. Der Ultimate Warrior hatte noch einen Auftritt bei Raw und wer es nicht mitbekommen hat, am Dienstag danach ist er an einem Herzinfarkt verstorben. Das sind jetzt so die aktuellen Infos, die ich noch weiß oder die rausgesickert sind. Finde ich ehrlich gesagt sehr makaber. Der Mann wird Sonntag, ist samstags bei der Hall of Fame-Zeremonie. Den Sonntag bei WrestleMania tritt er noch einmal kurz auf und hält eine Rede den Montag bei Raw. Und am Dienstag stirbt er an einem Herzinfarkt. Also gut, da sind auch die Autopsieergebnisse, glaube ich, noch nicht raus, aber ich finde es halt sehr, 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 sehr makaber. Musste ich auch erst schlucken. Ich habe es mitten im Unterricht, habe ich es mitbekommen. Wir saßen am Rechner und dann hatte mein Nachbar seinen E-Mail-Verteiler auf und da stand das dann. Da habe ich mir gedacht, oh, der hast aber morgens was nicht mitbekommen. Also schluckt man natürlich erstmal, wenn man sich die Veranstaltungen oder halt WrestleMania live angeguckt hat. Die Hall of Fame-Zeremonie habe ich mir vor WrestleMania auch nochmal angeguckt. So zum Warmwerden. Jo, sehr, sehr makaber. Also finde ich auch, ist ein Verlust, gerade jetzt, wo er wieder seinen Weg zur WWE gefunden hat. Jetzt nur als Entertainer gesehen. Die Privatperson Warrior will ich gar nicht erst beleuchten. Ist dasselbe Thema wie Chris Benoit. Oder auf jeden Fall, ich bewerte die Leute nicht als Privatperson, weil da ja auch gerne dann gehetzt wird. Ich bewerte nur das Entertainment-mäßige als Akteur, als Wrestler, als Superstar etc. Also gut, haben wir den Warrior jetzt auch erstmal abgehakt. Komme ich aber gleich nochmal kurz zu bei dem Raw durchblicken. Ja, John Cena durfte also Bray Wyatt besiegen. Dadadadam, und dann kam es. Dann kam The Beast. Oh Jesus, jetzt habe ich meinen Kopfhörer mal ausgemacht. Der hat mir hier gerade zu sehr abgespackt. Ja, dann The Beast gegen The Streak. Das Match war scheiße im Vergleich zu den letzten Jahren. Das Match war nicht wirklich Undertaker-like wie die letzten Jahre. Man hat im Nachhinein gelesen, der Undertaker hat sich während des Matches wohl ein bisschen verletzt. Ich weiß nicht, ob es schwer war oder ob es nur leicht war. Man hat jetzt nur gehört, er war im Krankenhaus etc. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile entlassen wurde. Ich habe nichts gelesen auf den News-Seiten, aber auf jeden Fall soll ihn schon ganz früh im Match was, ich weiß gar nicht, am Bein oder eine leichte Gehirnerschütterung, ich weiß es nicht, soll ihn das schon sofort so beeinträchtigt haben, dass sie den normalen Matchablauf schon gar nicht mehr so durchführen konnten wie geplant. Das Match war Durchschnittskost, also war jetzt nicht besonders gut, aber schlecht. Ja, da hader ich immer, weil der Undertaker jetzt auch mittlerweile 49 ist. Ja, aber dann kam der Schocker schlechthin. 21 Jahre oder 21 WrestleManias durfte der Taker gewinnen und dann einfach dritter F5 und das Ding war gegessen. Die Streak is over, also the streak is over. Ich habe es gerade so komisch mit einem deutschen Wort, mit einem deutschen Artikel vorher davor gesetzt. Aber auf jeden Fall, die Streak ist beendet. Ich saß hier wirklich mit offenem Mund. Also ich fand's, oh, muss ich ehrlich sagen, das war der Schocker des Abends. Und das war einfach nur geil. Also wie sie das einfach gemacht haben. F5, Cover, 1, 2, 3 und dann sofort ins Publikum geschaltet. Die Gesichter waren unbezahlbar. Und allein für diesen Moment finde ich es auch richtig, dass sie es gemacht haben. Vor allem, wenn man so sieht, wie der Undertaker so nach und nach seine Matchqualitäten auch verliert. Also er ist nicht mehr in der Lage, wirklich
seine 5-Star-Matches rauszuhauen jedes Jahr. Und ich schätze mal, dass er sich auch selber gesagt hat, weißt du was, Brock, du machst das jetzt, ich habe keine Lust mehr auf diesen jährlichen Druck. Ich hoffe allerdings, dass es nicht das letzte Match war. Wenn er noch eins in den Knochen hat, da komme ich auch noch, naja, noch mal zu, gibt es noch eine Person, gegen den ich ihn gerne im Ring sehen würde. Da ist mir auch egal, wie schlecht das Match werden würde. Nur für den Moment, weil die WWE sowas perfekt aufziehen würde, wie bei Rock und Cena damals. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Person, gegen den ich den Undertaker gerne noch einmal sehen würde. Es muss auch nicht bei WrestleMania sein. Es kann auch beim SummerSlam oder sonst wo sein. Wäre mir Latte. Dazu sage ich aber dann gleich nochmal was. Ja, Brock Lesnar beendet die Streak. Paul Heyman, ich bin mir nicht sicher, ob Heyman den Matchausgang gewusst hat, wie der geplant war. Auf jeden Fall war der auch sehr, sehr. Das ist aber Paul Heyman. Paul Heyman ist einer der besten Schauspieler in der ganzen WWE. Der, seine Mimik ist einfach göttlich. Wie er am Schreien war, oh mein Gott, und man, oh, da war auf jeden Fall ein geiler Moment. Generell, gut, man kann darüber streiten, ob Brock Lesnar es verdient hat, die Streak zu beenden. Ich sag ja, weil jedem anderen hätte das geschadet wie sonst was. Man hat ja gesehen, wie das Publikum geflasht war. Hätte das auch ein jüngerer Superstar gemacht, da wäre das Publikum genauso geflasht gewesen. Und das hätte auch ganz schnell in Heat umwandeln können, sich umwandeln können. Also, dass der Superstar hinterher ausgebuht wird wie sonst was. Und das kann man dann auch nur mit einem Heel machen. Ja, nee. Und vor allen Dingen bei jüngeren Superstars weiß man ja auch nicht, in 10 Jahren sind sie noch in der WWE oder haben sie sich anderweitig umgehört, umgesehen, sind in einer anderen Company. Man weiß es nicht. Also deswegen Brock Lesnar kann ich mitleben. Also, wie gesagt, geschockt war ich schon, aber im Positiven, dass die WWE die Eier hatte, das durchzuziehen. Gut, danach die Vicky Guerrero Invitational Divas Championship Kram Gedöns. AJ Lee hat das ganze Ding gewonnen, fand ich in Ordnung. Und ja, war nicht mal so schlecht, wie ich mir gedacht hatte. Auf jeden Fall hatten die Diven dieses Jahr die unliebsame Aufgabe, nach dem Schocker des Jahres, ja, die Crowd irgendwie am Leben zu halten. Ja, okay. Aber danach der Main Event. Der Main Event, das Triple Threat Match Daniel Bryan gegen Randy Orton gegen Batista um die WWE World Heavyweight Championship. So, machen wir es kurz. Bryan durfte Batista zum Aufgeben bringen. Und das war einfach wirklich Chris Benoit-like. Ich hätte gedacht, vielleicht pinnt er ihn. Nein, sie machen es natürlich genauso. Der Yes-Lock, der im Endeffekt nur eine andere Version des Crossfaces ist, meiner Meinung nach. Also der kann anders ausgeführt sein wie sonst was, aber im Endeffekt ist es ein Crossface. Und das war halt auch derselbe Finisher, wie Chris Benoit ihn hatte. Immerhin hat er diesen bescheuerten Headbutt nicht als Finisher. Also da sind schon mal ein paar Folgeschäden ausgeschlossen. Zum Teil. Nicht alle, aber er ist auf einem guten Weg, dahin zu kommen, wenn sie ihn jetzt nicht overbooken, à la Cena. Er hat diesen WrestleMania-Moment bekommen, er durfte Batista zum Aufgeben bringen, trotz Interference von der Authority, trotz Zusammenarbeit von Randy Orton und Batista, wo es auch diese geile Powerbomb gab, diese Batista-Bomb-RKO-Kombination auf dem Kommentatorentisch sah richtig schön sick aus, also sah gut aus, sagen wir es mal so. Und dann darf halt Daniel Bryan Batista zur Aufgabe zwingen. Schöner Feel-Good-Moment, der allerdings durch die Streak ein bisschen überschattet wurde, weil halt die Streak beendet wurde. Das hätte man anders regeln können, aber so in allem fand ich die WrestleMania geil. Nicht nur, weil ich mir das erste Mal seit 2000, ach keine Ahnung, seit WrestleMania 28, war das die erste WrestleMania, die ich mal wieder live angeguckt habe. Also letztes Jahr habe ich ausgesetzt. Es war geil. Also sie bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, nicht nur wegen Daniel Bryans Titelgewinn im Main Event, sondern auch wegen der Streak, die vorbei ist. Ja, kurz drüber geschlafen, dann am nächsten Abend gab's Raw, das habe ich mir im Nachhinein angeguckt. Und ja, die Matches waren mehr nur so Mittel zum Zweck. Es gab ein paar Debüts. Also Paige von NXT ist debütiert, durfte auch sofort den Diven-Titel gewinnen. Cesaro hat sich einen neuen Manager gesucht, den guten Paul Heyman. Und die Kombination kann ich mir sehr gut vorstellen, weil Cesaro bringt das Können auf jeden Fall für die Ringskills mit. War ja auch vorher in den Independent-Ligen sehr aktiv, kann also gut wrestlen. Und Paul Heyman ist einfach ein Manager-Gott, der bringt die Mic-Skills mit, eine Top-Kombo. Also bin ich auf jeden Fall sehr positiv gegenüber eingestellt.
Und was haben wir noch? Ja, dann das Match sofort gegen Jack Swagger. Ich hätte mir gut, das Match endete durch Countout, aber ich hätte doch gerne die erste Konfrontation bei einem Pay-Per-View gesehen. Aber ich schätze mal, da werden wir auch noch drauf hinausarbeiten. Also da wird auf jeden Fall noch ein Pay-Per-View-Match kommen zwischen Cesaro und Swagger. Tippe mal auf Extreme Rules, ist ja halt das nächste. Ja. Dann Alexander Rusev ist auch debütiert. Ja, aber auch nur. Ich finde die Matchzeiten, wenn man sich die Matchzeiten von Raw anguckt, die sind ein bisschen traurig. Hier halt, der Opener war ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen der Wyatt Family und gegen John Cena und Big E Langston und Sheamus. Also. Ja, wurde halt die Fehde zwischen Cena und der Wyatt Family gut weitergeführt. Da hoffe ich auch, dass es da dann nochmal ein Match bei Extreme Rules gibt. Und sonst war es einfach der typische belanglose Kram. Komm, aber ich will natürlich nicht alles über einen Kamm scheren. Es kommt natürlich noch die Main Event Story von Raw aktuell. Batista und Randy Orton haben sich beschwert, bla 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 bli, wollen beide ein Titelmatch. Triple H hat sich ein Titelmatch gegeben bei Raw. Ja, und um Batista und Randy Orton zu beschlichtigen, hat er ihnen ein WWE Tag Team Championship Match gegeben, was die beiden allerdings nur dafür benutzt haben, um ihren Frust an den Usos abzulassen. Die Entscheidung fand ich nicht ganz so gut. Da hätten sie auch, was weiß ich, irgendein No-Name-Tag-Team nehmen können, anstatt ihre Tag-Team-Champions gleich so zu demontieren. Ist nicht so, das finde ich nicht die glaubwürdigste Art oder nicht die beste Art, sagen wir es mal so. Ja, Rob Van Dam hat auch einen kurzen Auftritt, durfte in knapp 3 Minuten Damien Sandow squashen. War auch nicht so nötig, aber. Naja, der Rest halt Durchschnittssachen mit, glaube ich, keinem einzigen Match außer dem Six-Man Tag Team Match, was über 6 Minuten ging. Ja. Und dann halt Triple H im Main Event gegen Daniel Bryan um den Titel, um den WWE World Heavyweight Title. Ich habe gedacht, Bryan verliert das Ding sofort, also à la Triple H Ego-Manier, komm, Bryan wird sofort demontiert. Aber auch hier haben sie alles richtig gemacht, das Ding endet in einem No-Contest. Randy Orton und Batista haben sich eingemischt. The Shield ist zu Bryan geturnt, also The Shield ist face geturnt, was ich auch wieder richtig geil finde. Das wird auf jeden Fall zu einem sehr guten Match bei Extreme Rules führen. Ich tippe auf ein Fatal 4-Way, auf ein Six-Man-Tag-Team-Match vielleicht sogar. Hatten sie ja schon mal bei einer älteren Backlash-Veranstaltung 2009, wo der Höchsttitel in einem Tag-Team-Match ausgefochten wurde. Kann ich mir vieles darunter vorstellen. Also Raw aktuell sehr. Sehr interessant. Ja. Und der Warrior, kommen wir jetzt dazu, dass wir das Thema auch nochmal abschließen. Der Warrior hat bei Raw noch Rede an die Fans gehalten. Eine Promo. Und ich muss ehrlich sagen, die war im Nachhinein betrachtet sehr heavy, weil er halt darüber spricht, dass das Herz eines jeden Mannes irgendwann das letzte Mal schlägt, die Lunge, die letzten Atemzüge, halt den letzten Atemzug zieht. Und halt, dass alles sehr, sehr schnell vorbei sein kann. Und das Makabere halt, einen Tag später stirbt dieser Mann an einem Herzinfarkt. Also das ist heavy, meiner Meinung nach. Das ist sehr, sehr surreal, also surreal. Wer versteht, was ich meine? Also, ja, das ist komisch. Sehr, sehr komisch. Aber gut, das ist das Schicksal, da kann man nicht viel dran machen. Deswegen die nächste Raw-Ausgabe, soweit ich das mitbekommen habe, wird auch eine Warrior-Tribute-Show. Und ich glaube, das sage ich jetzt unter großen Anführungszeichen, mit könnte, also da könnte es dann das Debüt von einem neuen Superstar geben, der verpflichtet wurde, und zwar der ehemalige WCW und TNA Champion Sting. Wurde verpflichtet, also die News ist soweit raus, also die News wurde veröffentlicht, aber gemunkelt wurde es jetzt dieses Jahr wirklich schon seit Januar. Und jetzt halt die Bestätigung, dass er halt verpflichtet wurde. Ich glaube allerdings erst, dass er on air auftritt, wenn ich ihn in einem WWE-Ring sehe. Weil dieser Mann schon seit gefühlten 10 Jahren darum gehandelt wird, dass er bei der WWE auftritt. Er ist der einzige nennenswerte Akteur, der ohne dass er in der WWE, WWF aufgetreten ist, berühmt wurde. Also war ein WCW-Star, war ein TNA-Star. War auch sehr gut mit dem Warrior befreundet. Und deswegen glaube ich glaube groß geschrieben, ist keine Garantie, dass er bei Raw bei der Tribute-Show dann auftritt. Ich bin gespannt, ich werde mir Raw auf jeden Fall live angucken, weil ich jetzt 2 Wochen Urlaub bzw. Ferien habe. Und jo,
Ich bin gespannt. Also, ich würde schon fast sagen, das war's. Wir sind alles einmal durchgegangen. Ich freue mich auf Sting, wenn er denn in die WWE kommt. Dadurch, dass der Undertaker ja körperlich jetzt sehr, sehr angeschlagen scheint, ist ein potenzielles Match ja auch in Gefahr. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Also die WWE hat es doch geschafft, mich für den kommenden Monat schon mal wieder an ihr Programm zu binden. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich gucke mir WrestleMania 30 an. Und wenn mir WrestleMania 30 plus die Raw-Ausgabe danach nicht gefällt, ach, was sage ich? Selbst wenn mir WrestleMania 30 nicht gefällt, bin ich weg erstmal von der WWE. Aber sie haben es halt geschafft, mich zu binden. Also werde ich mich auf jeden Fall noch weiter für ihr Programm erstmal interessieren. Erstmal. Gut, an der Stelle verabschiede ich mich. Wir reden jetzt hier schon seit knapp 30 Minuten, 25 Minuten noch was. Ich gucke, ob ich ein Gameplay finde, was ich hier hinterklatsche. Wenn ich keins finde, tut's mir leid. Wer bis hierhin geguckt hat, schreibt einfach mal Hashtag WWE irgendwas in die Kommentare, weil ich das Gefühl habe, dass viele von euch einfach gar nicht das Video zu Ende gucken. Ha? Bestätigt mich. Schreibt nichts in die Kommentare und ich weiß, ihr guckt das nicht zu Ende. Ich kenne die Viewtime. Ja? Ich kenne die Analytics. Ich weiß Bescheid. Gut, genug von dem Scheiß. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis denne, bis demnächst. Tschüss.